Ich erinnere dich, wir wollen ein Video drehen. Alexa, stopp. Stimmt, heute geht's um dich. Als Sprachassistent hat sich Amazons Alexa ja jetzt mittlerweile gegenüber dem Google Assistant und auch Siri ganz gut durchgesetzt. Es gibt ja relativ viele Geräte schon, die das Ganze unterstützen. Zum Beispiel haben wir hier den Echo Dot, das ist das günstigste Gerät. Und ganz oben in der Price Range ist der Sonos One, der ist relativ neu. Der ist eigentlich ein relativ normaler Sonos Multiroom Lautsprecher, hat aber Alexa mit eingebaut, was ganz praktisch sein kann zur Steuerung. Ich habe mich mit den Dingern ein bisschen auseinandergesetzt, als es anfing mit unserem eigenen Turn-On News-Zusammenfassungswochenrückblick, den wir für Alexa zur Verfügung stellen. Das ist ein sogenannter Alexa-Skill, den kann man abonnieren. Und habe mich dann mit diesem Flash-Briefing, also dieser täglichen Zusammenfassung von Alexa, das erste Mal so richtig beschäftigt und dachte mir, es ist vielleicht gar nicht so blöd, wenn ich so ein paar Basic-Grundfunktionen von diesem Flash-Briefing euch mal in diesem Help-Video demonstriere und zeige. Was man immer braucht, wenn man Alexa verwendet, beziehungsweise ein Alexa-Gerät, ist die entsprechende App, die ich hier auf meinem iPhone drauf habe. Die zeige ich euch jetzt mal zuerst, weil da kriegen wir auch diese ganzen Skills her. So, da gehen wir jetzt hier mal in die App rein. Hier oben ist dieses Burger-Menü, da kommt ihr in diese Liste und da unten ist der Punkt Skills. Skills sind ja sozusagen die Apps für Alexa, die es so alles gibt. Da gibt es alles Mögliche, alle möglichen Funktionen, aber es gibt vor allen Dingen auch die Kategorie News bzw. Nachrichten. Da gucke ich unten, klicke ich mal oben auf Kategorien und unten ist dann hier Nachrichten. Und diese Nachrichten-Skills sind sozusagen diese täglichen oder auch wöchentlichen Zusammenfassungen, diese Flash-Briefings, wie sie sich nennen, die ihr abonnieren könnt. Hier gibt es zum Beispiel die Tagesschau, da unten gibt es auch noch Bild oder Toralarm und so ein Kram. Die Tagesschau in 100 Sekunden werde ich jetzt einfach mal zur Demo abonnieren. Da gehe ich einfach drauf und sage aktivieren. Das dauert jetzt eine Sekunde, ihr könnt dann aber auch schon zurückgehen, so und so. Und oben ist hier der Punkt Ihre Skills. Wenn ich da drauf gehe, kriege ich alles gezeigt, was ich schon an Skills aktiviert habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf diese Tagesschau nochmal raufgehe, dann ist hier auch der Punkt Einstellungen. Und da kann ich meine sämtlichen Flash-Briefings, die ich abonniert habe, auch verwalten. Da kann ich zum Beispiel sagen, welche ich mir überhaupt gerade anhören will oder manche kann ich auch deaktivieren, weil ich sie gerade mal irgendwie nicht hören will. Da seht ihr schon die Turn-On-Weekly-News, das sind unsere, und halt die Tagesschau in 100 Sekunden. Und ich kann jetzt auch noch die Wettervorhersage von Alexa auch nochmal aktivieren. So, und diese Feeds sozusagen werden immer abgerufen, wenn ich diesen entsprechenden Befehl an Alexa gebe. Und das zeige ich euch jetzt dann auch mal direkt live, wie es dann klingt. Es gibt also mehrere Möglichkeiten, diesen Befehl auszulösen. Natürlich müssen wir erstmal das Mikrofon wieder anschalten. Das Ding heißt also die tägliche Zusammenfassung und dann werden die Skills nacheinander abgespielt. Das ist ein bisschen sperrig, also man kann auch einfach fragen, was sind die News? Machen wir mal vor. Alexa, was sind die News? Hier ist deine tägliche Zusammenfassung. Genau. In Wetter. In roter Baum beträgt die. Jetzt fängt sie also mit diesem Wetterbericht an, den ich abonniert habe. Ich kann jetzt aber auch zwischen den Skills vor- und zurückspringen. Alexa, weiter. Von der Tagesschau. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Die Tagesschau in 100 Sekunden. Die machen sich das relativ einfach. Die nehmen einfach das Video und schneiden nur den Ton raus. Wir machen es schon besser. Alexa, weiter. Von Turn On. Hier ist Turn On, das Saturn-Magazin, mit deinem Wochenrückblick vom 8. Dezember. Genau. Diese Woche mit Alexa, zurück. Geht genauso. Von der Tagesschau. Dann springt sie wieder hin und her. Guten Tag, hier ist die Tagesschau. So läuft das. Und ich kann dann auch noch sowas sagen wie Alexa, abbrechen. So, und dann ist das Ganze weg. Relativ einfach zu bewerkstelligen. So kann man zwischen diesen Skills hin und her springen. Das ist ganz schön wichtig, weil manche machen es zum Beispiel nur wöchentlich. Und wenn ihr dann immer die neuesten Tagesnews haben wollt, ist es natürlich anstrengend, wenn ihr das wieder alles durchhören müsst. Deswegen keine Sorge, ihr könnt auch hin und her springen. Ja, so läuft das mit dem Amazon Dot. Echo Dot, Entschuldigung. Und klar, bei allen anderen Geräten, die Alexa unterstützen, wie auch dem Sonos One, funktionieren die Befehle 1:1 gleich so. Ist ja logisch, wäre blöd, wenn nicht. Eine wichtige Sache noch, es gibt unabhängig von dem Flash-Briefing, der täglichen Zusammenfassung, auch noch das sogenannte Update. Das ist eine Art komprimierte Zusammenfassung des Wetters, der Uhrzeit. Und es gibt am Ende noch eine kurze allgemeine Nachrichtenmeldung. Das können wir mal kurz vormachen. Alexa, gib mir ein Update. Guten Tag, hier ist dein Update um 12.30 Uhr. Draußen ist es 2 Grad und regnet. Heute wird genau. Das Wetter... Genau. Alexa, abbrechen.
So funktioniert das Update. Das ist nochmal was anderes, wenn ihr nur mal kurz, irgendwie ganz kurz zwischen Tür und Angel wissen wollt, was so abgeht, ohne euch jetzt eure gesamten abonnierten Skills anhören zu wollen. Das war es eigentlich schon, was die tägliche Zusammenfassung angeht. Abonniert auf jeden Fall unseren Turn-On Weekly News Skill, dann könnt ihr mich mit Glück öfters mal hören. Und schreibt mir, habt ihr auch einen Alexa-Sprachassistenten? Benutzt ihr lieber die anderen, die es so gibt? Und was stört euch, wenn nicht, an Alexa? Das würde mich mal interessieren. Ja, und ich mach's mir jetzt gemütlich mit Alexa zusammen. Ne? Alexa, erzähl mir ein Weihnachtsgedicht. Oft ist der Mensch sehr ungeduldig und macht sich des Nichtwartens schuldig. Drum wird so mancher Adventskalender schon leer geplündert am 1. Dezember. Thank you.